Hallo und herzlich willkommen auf www.bastelmitsenioren.de. Ich bin von einigen Bastlerinnen gefragt worden, wie ich meine Scheren reinige. Und das zeige ich euch hier in diesem Video. Ich benutze dazu eine sanfte Scheuermilch oder in manchen Fällen sogar Terpentinersatz oder einen Nagellackentferner. Das kommt immer darauf an, was ich von den Scheren entfernen muss. So, diese Schere ist sogar leicht verrostet und dann muss ich sie einfach mit dem Schmirgelschwamm bearbeiten. Jetzt kommt die Scheuermilch dran. So, nun ist sie wieder sauber. Keine Kleberreste sind mehr zu sehen. Und jetzt probieren wir sie aus. Jawohl, sie schneidet hervorragend. Jetzt können wir zu den nächsten Scheren gehen. So, bei dieser kleineren Schere sind hauptsächlich Fingerabdrücke drauf und so kleine Spuren von Kleber. Und die putzen wir jetzt auch wieder mit der Scheuermilch weg. Mit einem feuchten Tuch putze ich die Reste von der Scheuermilch weg. So, und dann wische ich die Plastikgriffe ab und gehe auch in die Eingriffslöcher. So, jetzt ist die Schere sauber. Jetzt machen wir auch hier einen Schneidetest. Jawohl, sie schneidet wieder. So, hier sind die beiden Scheren geputzt. Ich hoffe, ich habe euch mit dem kleinen Video geholfen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal wieder besucht. Bleibt gesund, denkt positiv. Tschüss, bis zum nächsten Mal.